einfach, wenn alles so ein bisschen asymmetrisch ist. Aber ich versuche mein Bestes, dass man das hier reinkriegen. Und wie man hier sieht, muss ich bizarre Zuschnitte machen, denn hier ist ja wirklich an dem Haus nicht alles so gerade. Und man sieht ja hier, wie viele Einschnitte ich gemacht habe. Und es ist die Latte, die dann nachher als Endstück unten an die Decke von diesem Kellereingang kommt. Nicht, ob man das hier genau sieht, aber hier dieses Passstück, da habe ich mir den Kopf zerbrochen. Aber es ist jetzt drin, eingefädelt in Nut und Feder und jetzt ist gut, passt, wackelt und hat Luft. Also. Ja, das sieht ganz schön wüst aus hier bei mir, heute mit der neuen Kappsäge arbeitet sich fantastisch, sag ich bloß. Die Schnitte und das funktioniert alles wunderbar. Aber jetzt komme ich zu dem, was ich schon vorhin gesagt habe. Hier musste jedes Teil schnitzen. Wir sagen immer schnitzen dazu. Und jetzt gucke mal hier, die das mal sehen werden. Ups, muss natürlich hier. Zack. Einer hat geklappt. Das muss natürlich hier so eingearbeitet werden, damit das nachher alles hier vernünftig passt. Für heute mache ich erstmal Feierabend. Ich habe jetzt hier diese Paneele eben verlegt. Heute das erste Mal mit Kramm, mit so einem, wie soll ich sagen, wie sehen die Dinger aus? Das sind Verlegekramm, 4 Paneele, müssen angenagelt werden und dann kann man ein Paneel nach dem anderen ansetzen und dann ist dieses Projekt hier auch so weit beendet. Das ist so eine Kramme, man muss die dann seitlich einschlagen und dann ist die Sache erledigt.